Hallo liebe Handpan-Community, beziehungsweise liebe Handpan-Interessierte. Herzlich willkommen zu einer kleinen Streiftour durch unser Sortiment von Handpans. Der Music Store hat neben der eigenen Marke Fame Handpans diverse andere Hersteller im Portfolio und ich möchte euch einfach mal 2, 3, 4 verschiedene davon zeigen, auch um zu zeigen, wie eine Handpan in einer anderen Stimmung klingt. Stimmung ist immer abhängig vom Ding. Der mittlere Ton gibt die Stimmung vor. Bei unserem Model 1 ist es die sogenannte D-Chord-Stimmung und die klingt so. Bis nach oben. Wieder zum Ding. Wen die einzelnen Töne interessieren, der schaut einfach in der Produktbeschreibung vom Artikel im Onlineshop nach. Da möchte ich nicht drauf eingehen. Ich möchte euch einfach im Vergleich jetzt mal eine andere Pan zeigen, von einem anderen Hersteller auch, und zwar von Tere. Und die ist in C gehalten. Das heißt, das Ding ist jetzt einen Ton tiefer als hier unser D. Und es ist C. Und diese Pan ist gestimmt in einer keltischen, sogenannten keltischen Stimmung. Das ist auch eine Mollstimmung, die ganz bestimmte Töne in der Abfolge hat und die klingen so. Zum Vergleich nochmal die D-Chord von unserer. Eine keltische in C. Diese Tonabfolge ist ein bisschen meditativer und verleitet einen dadurch auch zu einem anderen Spiel, als es auf einer Chord-Stimmung passiert. Und wie ihr sicher hört, ist diese Pan klingt ein bisschen heller, schwingt etwas länger aus als die Tere. Liegt einfach daran, die ist nicht lackiert, die ist lackiert. Dadurch klingt sie ein bisschen wärmer und nicht ganz so hell wie eine unlackierte. Den zweiten kleinen Vergleich, den ich hier euch zeigen möchte, ist eine Pan, die in E gestimmt ist. Das heißt, unser Ding ist jetzt kein D und kein C mehr, sondern ein E. Das klingt so. Und wie ihr sehen könnt, auch diese Pan ist lackiert. Das ist eine Meinl Pan von Meinl und die klingt ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich hat das was Orientalisches, ein bisschen was. Automatisch sehe ich so einen Schleiertanz, ein bisschen Wüste, vielleicht eine Oase. Und das macht sich auch, wenn man so eine Pan spielt. Kommt die Stimmung auf. Nochmal kurz zum Vergleich, eine D-Chord. Fast wie so ein Springbrunnen, der hochgeht. Und die E-Stimmung von Meinl. Wie ihr hört, klingen beide Pans jetzt gleich. Zumindest was die Töne angeht. Das ist die Fame und das ist ein Modell von Meinl auch. Auch eine D-Chord-Stimmung, gleiche Stimmung, gleiche Töne. Aber auch ein bisschen blasser. Das liegt daran, die Pan ist klar lackiert und sie hat eine ganz, ganz leicht veränderte Bauform auch. Das Metall, dass die Wandstärke dieser Pan ist ein kleines bisschen größer, stärker und dadurch ist das Sustain, also die Zeit, die der Ton nachklingt, im Vergleich zu unserer Fame etwas kürzer. Ein wunderschönes Instrument, würde ich schon in der Mittelklasse so ein bisschen anordnen. Fame, absoluter Einsteigerbereich. Die Meinl Sonic Energy
liegt ein bisschen höher, hat dafür auch eine exklusive Tasche und spielt sich ganz wunderherrlich. Bleiben wir noch einen kleinen Moment bei den Meinl Pans. Die ihr gerade gehört habt im Vergleich mit der Fame, war die Decurled. Mit den Tönen. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Handpans beschäftigt, werden euch immer wieder verschiedene Stimmungsnamen begegnen, wie Akebono, Curd oder auch mal Amara. Und alle diese Stimmungen werden immer auf den Grundton bezogen. In dem Fall ein D. Und auch hier ist es ein D. Aber es ist keine Curd, sondern eine sogenannte Amara-Stimmung. Die unterscheidet sich in zwei Tönchen. Das macht aber viel aus. Die D Amara von Meinl klingt so. Mal im Vergleich, die Decurled, gleicher Grundton. Unsere Fame wird jetzt verglichen mit einer Pan von Panamor. Die kommen aus England, sind handgemacht in England. Optisch wunderschöne Pans. Ich hoffe, ihr könnt das sehen im Licht. Assoziiert so ein bisschen Planeten, Weltraummäßig. Und auch diese Panamor Pan ist in D. Auch wenn ihr vielleicht denkt, klingt ein bisschen anders. Hören wir sie nochmal im Vergleich. Die Curd, auch hier die gleiche Stimmung. Ja, da ist was anders, ne? Es sind zwei Sachen anders. Auch die Pan ist lackiert, deswegen hat sie nicht die lange Nachklingzeit. Das mögen viele fortgeschrittene Player, Handpan-Player mögen das, weil dadurch ein schnelleres Spiel möglich ist. Und sie ist gestimmt in 432 Hertz. Anders als die Fame und die vorher gezeichneten Pans, die waren alle in 440. 440 ist die sogenannte Orchesterstimmung, mit denen kann ich mit anderen Musikern auch zusammenspielen. Bei einer 432er geht das nicht. 432 Hertz, 432. Aber ich bin halt näher, ein Stückchen näher am Kosmos, wenn ich so eine Pan spiele. Ist also Geschmackssache, beziehungsweise Überzeugungssache. Aber auch 432 Hertz Handpans bekommt ihr im Music Store. Jetzt hört ihr einen Gleichklang, zumindest über euren Kopfhörer oder über die Boxen von eurem Rechner. Und um die Unterschiede zwischen diesen beiden Pans zu erleben, lade ich euch herzlich ein, mal hier in unsere kleine Kabine nach Köln zu kommen, weil was hier steht, ist auch eine Decurled-Stimmung, aber was ganz was Feines. Wie der Kölsche sagt, was ganz was Feines. Es ist eine handgemachte Pan von einer kleinen Werkstatt hier in Köln. Zwei junge Handpanbauer bauen fantastisch gestimmte und sich wunderschön anfühlende Pans namens Nemo. Und die sind aus einer speziellen Edelstahllegierung hergestellt namens Amber Steel. Und daher entfalten sie einen unglaublich schönen Klang. Leisesten bis zum lautesten Ton.
Also ganz krasser Gegensatz. Einsteigerklasse, Fame, Profiklasse, Nemo. Da liegt schon ein bisschen was zwischenpreislich, aber das ist eine Pen. Die kauft ihr euch einmal und dann braucht ihr keine andere mehr. Und die Fame ist nach wie vor das beste Tool für Einsteiger, um in den Genuss des Handpen-Spiels zu kommen. Auch bei den Nemos möchte ich noch einen kleinen Moment bleiben. Gerade gehört habt ihr die D-Chord-Stimmung, also eine D-Moll-Skala. Der Mollhüpfer ist hier unten. Der ist es. Nochmal der Hinweis, die Leute, die gerne genau wissen möchten, welche Töne auf den Pans sind, schaut in die Produktbeschreibung rein im Online-Store, da steht das genau drin. Das ist auf jeden Fall, das ist eine Pan in Moll-Stimmung. Mit Grundton D. Und dass die Jungs aus Köln ihr Handwerk verstehen, hört man jetzt an der, weil das ist eine Dur-Pan, auch in D. Das heißt, der Grundton ist der gleiche, aber die Skala, die folgt, ist eine Dur-Skala und die klingt so. Nochmal direkter Vergleich, D-Moll. Und zum Abschluss habe ich zwei Nemos auch hier auf den Ständern. Und die eine, die ihr hier seht, die hat was ganz Besonderes. Nämlich, wie ihr sehen könnt, zwei Dings, sprich nach außen gewölbte Tonfelder mit dem Buckel drauf, die ein unglaublich weiches und langes Sustain haben. Ich kann also fast sagen, eine Pan mit zwei Grundtönen, aber eigentlich ist es nur einer, nämlich dieser hier. Das ist ein H und das ist ein D. Das ist eine D-Chord. Und das ist eine H-Moll. Im Discount hier oben sind beide Pans identisch, obwohl sie unterschiedliche Stimmungen haben. Dadurch kann man diese beiden Pans aber auch wunderbar zusammenspielen. Jetzt ist er weg, der Ton. Aber wir bleiben hier mit dieser Ausstellung für euch und freuen uns, wenn ihr uns persönlich hier besuchen kommt, Fragen stellt, euch selbst ein Bild für eure Ohren, für eure Hände macht, wie klingen Handpans in unterschiedlicher Stimmung und in unterschiedlicher Verarbeitungsqualität. Im Store bekommt ihr Pans von 800 Euro an, bis rauf auf 2.500, je nachdem, was es euch wert ist, was euch euer Ohr sagt, was euch euer Gefühl sagt. Also ich lade euch auch mit diesem kleinen Video hier ganz, ganz herzlich ein, uns im Store hier zu besuchen, in unserem kleinen Handpen-Raum und euch selbst ein Bild, ein Gefühl zu vermitteln, welche Pen fühlt sich wie an, welche Pen klingt wie, die Unterschiede in der Bespielbarkeit, im Sustain, in der Handhabung zu erfahren
Die Leute, die keine Möglichkeit haben, unmittelbar nach Köln reinzuspringen, wir haben auch einen großen Online-Shop. Da stehen alle Modelle drin. Ihr könnt sie 30 Tage lang testen mit Geld-Zurück-Garantie. Also alle Möglichkeiten, um gut ans Handband-Spielen zu kommen, bieten wir euch im Store. Nutzt sie bestmöglich und bleibt uns treu, wenn es weitere Videos zu diesem Thema gibt. Es gibt zeitgleich eine Fortsetzung mit den Jungs von Nimo, die beiden Herren, die diese fantastischen Pants hier bauen. Die haben wir in einem kleinen Video auch gefeatured. Kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr bitte noch ein bisschen mehr in das Thema einsteigen möchtet, ein bisschen über Philosophie, ein bisschen Persönlichkeit erfahren und sehen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, euch dieses Video anzuschauen. Damit verbleibe ich mit ganz herzlichen Handpan-Grüßen. Euer Christian.